Im Auer Tiergarten hieß es jetzt Abschied nehmen. Ein Zwergotter ging auf Reisen in ein neues Zuhause. Als die Bitte um Unterstützung der Leiterin des Tierparks Fauna in Solingen, Linda Bunzenthal, den Auer Tiergarten erreichte, zögerte man nicht lange. Die Fauna suchte für die Eröffnung eines neuen Geheges dringend einen männlichen Zwergotter. Der im Zoo der Minis lebende und für den Umzug bestimmte Digiduck war allerdings schon verbindlich reserviert. Nach ein paar Telefonaten gelang es aber, den Zoo, der den Otter reserviert hatte, umzustimmen. Dorthin wird dann später eines der jetzigen Jungtiere umziehen. Über diesen Sachverhalt war die Freude im Tierpark Fauna natürlich groß. Zur Abholung von Digiduck war die Tierparkleitung aus Solingen vollständig erschienen. Die Auer wiederum konnten sich mit dem Geschenk nach fast 35 Jahren endlich für die Unterstützung durch die Partnerstadt Solingen revanchieren. 1990 waren Bärbel und Christian Schroller vom Auer Tiergarten die ersten Besucher von einer Auer Einrichtung in der westdeutschen Partnerstadt. Beim Gegenbesuch aus Solingen im gleichen Jahr gab es tierische Geschenke, unter anderem zwei Luchse. Alois und Brigitte lebten danach über 20 Jahre in Aue.